Hallo zusammen, hier ist wieder Akte97. Ja, mit einem neuen Projekt. Ja, ich habe doch so viel am Laufen, werden sich viele fragen, warum kommt das jetzt? Ja, es dauert bei Metroid ein bisschen länger und ich sitze momentan auch sehr stark an No More Heroes 2 dran, um das fertig zu kriegen. Und Nier wird auch noch ein bisschen dauern, bis da wieder was kommt. Und Baden Kaidos läuft ja momentan. Deswegen gibt's jetzt ein kleines Zwischenprojekt, das ich beenden werde, auf jeden Fall, und das auch möglichst schnell, weil ich das Spiel auch spielen will. Und zwar Bleach Shattered Blade. Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wie gesagt, als kleiner Filler für meine Projekte. Nachdem Bleach rum ist, geht auf jeden Fall Metroid und No More Heroes weiter. Das kann ich jetzt schon versprechen. No More Heroes wird dann auch beendet. Und, ja, ich wurde auch drum gebeten, von dem guten Coxinator dieses Spiel zu LP'en, weil er es auch unbedingt sehen möchte. Und ich bin momentan total auf dem Bleach-Trip und fress die Folgen regelrecht. Und da möchte ich euch auch warnen, das Spiel kann Spoiler enthalten. Wer sich also Bleach selbst noch angucken möchte oder gerade am Gucken ist, sollte mindestens die erste Staffel gesehen haben, ansonsten wird er doch schon einigermaßen gespoilert. Und dann auch noch gespoilert wegen manchen Techniken. Also es ist mit Vorsicht zu genießen. Aber ich würde sagen, dann, bevor ich hier noch 2 Wochen labere, fangen wir so langsam mal an. Ja. Wie gesagt, ich bin momentan total auf dem Bleach-Trip. Dank auch Coxidator, den ich noch im Arsch treten muss dafür. Aber ich habe ziemlich Spaß daran, das zu gucken und das hier zu spielen. Es ist halb blind, also ich habe es mir mal angeguckt, wie man kämpft und so weiter. Aber mehr halt noch nicht. Ja, Nunchuck. Ja. Die Steuerung erkläre ich dann während des Spiels. Ich glaube, wir schauen uns erstmal an, was da kommt. Von Sega. Und ich glaube, ich halte einfach mal kurz den Rand dafür. Ja, Bleach. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Beat'em Up, schon ein, zwei Jährchen, glaube ich, alt inzwischen, aus dem Hause Sega zur der entsprechenden Anime-Serie. Ja, es gibt verschiedene Modi. Zum einen Episoden, da werde ich euch alle zeigen, die werden wir alle nacheinander durchnehmen. Und da wird eine kleine Story erzählt. Es ist halt ein Beat'em Up, die Story ist halt jetzt nicht weltbewegend. Und auch jetzt nicht so interessant, aber ich lasse die Sequenz halt laufen. Da werden wir es mit den Charakteren, die wir dort zur Verfügung kriegen, auch durchspielen. Dann gibt es den Arcade-Mode, Entschuldigung, bin da etwas erkältet. Ja, dort kämpft man mit einem Charakter gegen 8 Gegner und den müssen wir auch machen, um manche Charaktere freizuschalten. Das heißt, das werde ich euch auch mit jedem Charakter einmal zeigen. Duell ist einfach gegen Computer oder andere Spieler spielen. Training ist relativ klar, Grundsteuerung. Das werde ich irgendwann mal zwischendrin einwerfen und ich habe die Steuerung schon ungefähr raus. Ja, im Shop Urahara kann man sich Gegenstände einkaufen, Galerien, neue Soundfiles und lautes und Schmarr wie immer. Hier ist halt die Galerie, Option ist klar. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Episoden rein und beginnen mal. Ja, ich werde immer eine Episode und dann einmal Arcade spielen. Wir können am Anfang wählen zwischen Ichigo, Kurosaki, Renchi, Abarai und Toshiro Hitsugaya. Aber wir werden es nach 3 machen. So fange ich mit Ichigo an. Ja, und das Spiel hat englische Sprachausgabe. Deutsche Untertitel, drum halte ich während der Sequenz mal die Fresse. A few days have passed since Aizen's rebellion, and my wounds have finally healed. Ever since that incident, the Soul Reapers of Soul Society have treated us as friends. Aizen disappeared into Hueco Mundo, but there's no telling when he'll try to reach out to the human world.
can't stay here in Soul Society forever. While I was thinking about it, Yodoichi came up to me, looking deadly serious. The Senkaimon is the gate that connects the Soul Society to the human world. It's been decided to close the Senkaimon to prevent Aizen's army from invading the Soul Society. Head Captain Yamamoto has decreed the gate is to be sealed. For 100 years. No way! How are we supposed to return to the human world? Yodoichi just nods while I get more and more annoyed. The Sokyoku, destroyed during Rukia's execution. If someone were to collect all the broken shards of the Sokyoku, all that spiritual power should be enough to force open the Senkaimon. That's the only way we're ever going to be able to return to the human world. That's what Yodoichi told me. All right, Yodoichi. I'll collect all the shards of the Sokyoku, and I'll get us back to the human world. Ja, darum geht's. Wie gesagt, es findet nach der ersten Staffel statt, ab Folge 63, 64 circa, irgendwie in dem Dreh. Hey, Rinji, how about helping me collect the shards of the Sokyoku? Sorry, not a chance, Ichigo. I'm collecting those shards myself. What? Wait, Rinji! Nothing personal, Ichigo. But I'm going to defeat you and take the shards. This is for Sabimaru. And for my soul. Muha. Hey, don't you even want to listen to what I have to say? If that's the way you want it, you got it. Come on, Rinji! Ja. Das Kampfsystem ist ziemlich interessant und witzig. Es ist was anderes. Und zwar, ich werde es auch schon mal erklären, während des Ladescreens hier. Man bewegt den Nunchuck, die Remote, um entsprechend Schwertangriffe auszuführen. Mit dem Drücken der A- oder B-Taste kann man entsprechend stärkere Angriffe ausführen. Es ist halt typisch, ja, eine typische Spielstruktur. Ah, Hilfe, geh weg. Ja, ich will es erstmal kurz erklären, aber man muss nebenbei kämpfen. Ah, hier sieht man es, das war jetzt etwas Stärkeres, das geht sogar Tencho in dem Fall. Und hier die normalen Angriffe mit der Remote-Bewegung. Und das war auch wieder ein stärker Angriff, ein kritischer Angriff, der Verteidigung durchbricht, sozusagen. Das durchbricht Verteidigung, wirft hoch und so. Wir haben oben zwei Balken, der gelbe ist für unser Leben, der drunter ist für unsere Angriffskraft. Wenn der leer wird, dann können wir eine Zeit lang keine Angriffe machen. Oje, hörst du auf dich zu werden hier? Und da haben wir gewonnen. Die untere Leiste ist sozusagen die Raiatsu-Leiste, könnte man sagen. Und wenn die voll ist, kann man mit deiner Bewegung des Nunchucks entsprechend Stärke aufbauen. Ja. Und diese Stärke äußert sich in mehr Kraft oder eben dem Bankai eines Shinigamis, wenn er natürlich eins hat. Und das werden wir auch noch sehen, sobald ich halt mal die Leiste vollkriegen sollte. Ja, man kann entsprechend sprinten, blocken, das ist glaube ich soweit klar. Und das war's im Grunde schon. Viel umständlich ist das Kampfsystem gar nicht, was mir gut gefällt. Da haben wir es, Ichigo versus Toshiro Muha. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Bei mir ist das Element Eis ziemlich gefällt, muss ich zugeben. Oh, je, je. Geh weg. Oh, je, je. Ah. Also die Kämpfe werden echt auch zunehmend schwerer. Und ich werde teilweise auch mehrere Versuche brauchen. Ich bin jetzt nicht der Beste, aber auch nicht unbedingt schlecht mit... Oh. Kannst du es mal lassen hier? Oh, shit. Verpiss dich. Danke. Ey. Oha. Immer diese eine selbe Attacke, die der macht. Leicht nervig. Komm. Weg mit dir. Und da haben wir ihn besiegt. Und wir hätten die Leiste voll. Also ich hätte jetzt gerade meinen Mankai aktivieren können. Aber wir haben es nicht gebraucht. Darum werde ich es auch nicht einsetzen, weil ich es jetzt nicht brauche.
Ich glaube, spätestens im letzten, vorletzten Kampf werde ich es auf jeden Fall brauchen. Weil die Kämpfe dann doch schon relativ schwer sind. Blag. Meine Nase ist etwas verstopft, entschuldigt das. Ja, die Ladezeiten sind angemessen. Die sind okay, finde ich noch. Gibt Schlimmeres. Ah. Ja. Wunderbar. Gegen Kira. Der hat halt auch... ist relativ stark. Ich muss echt sagen, ich finde sein... Zampaktu, so nennt sich die Schwerte hier. Ehrlich zu sein, hat mit das mit die stärkste Fähigkeit, die ich finde. Ah, pissig. Jetzt nicht unbedingt in dem Spiel hier, aber es ist recht stark, wie ich denke. Ja, geh weg. Oh, das ist schlecht. Wenn die Attacke trifft, dann kann er einfach prügeln. Es hat nämlich die Fähigkeit, alles, was es schneidet, das Gewicht zu erhöhen. Dadurch kann man nach einer Zeit sich nicht mehr bewegen. Ja, und er geht jetzt in den kräftigeren Modus. Und dann machen wir es auch mal. Oha. Ja, wir gehen in den Bankai-Modus. Mit Tänzer Zangetsu. Und werden dadurch entsprechend stärker. Wie man sieht. Also ein Getsuga Tensho ist in dem Fall schon ziemlich heftig. Man hat ja gesehen, wie es ihm umgehauen hat. Ja, das Bankai ist sozusagen, soweit ich weiß, die höchste Form. Gibt bestimmt noch was Höheres, aber soweit bin ich auch noch nicht mehr gucken. Drum, ja. Man wird sehen, was sich noch alles ergibt, auch in dem Spiel. Es gibt ja insgesamt, soweit ich weiß, 32 Charaktere.